Dieses Video zeigt ein Hinterachsdifferential Ford Model T, dessen mögliche Verschleißstellen und ein general überholtes Differential mit neuem Zahnradsatz. Mein Name ist Stefan. Vor 2 Jahren hatte ich Probleme mit meinem Hinterachsgetriebe von meinem Ford Model T. Hier haben wir mal ein ausgebautes Element und ich wollte mal zeigen, was für Teile alle an diesem Getriebegehäuse defekt sein können. Hier das erhöhte Spiegel, ja, die Buchse ist eingelaufen, ist oval, auch der Zapfen ist nicht mehr rund. Es ist bei allen drei Teilen so der Fall, dass man ein richtig großes Spiegel hat. Das Beider ist nicht mehr fest im Gehäuse drin. Das gleiche betrifft hier das große Antriebszahnrad. Das hat hier erhöhtes Spiel. Auch hier ist mit großem Spiel zu sehen. So, jetzt zeige ich das mal, wie das von innen aussieht. Dann schraube es da mal auf. So, man sieht hier schon, dass auch die Fläche, wo das Zahnrad aufliegt, nicht mehr optimal ist. Hier sieht man, dass es ordentlich eingelaufen ist. Auch die Rückfläche hier, wo es am Gehäuse aufliegt, muss nachgearbeitet werden. Wobei es hier noch relativ gut aussieht. Von meinem Originalgetriebe, was ich in meinem VT gefunden hatte, sah das sehr, sehr viel, viel schlimmer aus. Auch dieser Durchmesser hier muss nachgearbeitet werden. Auch der Durchmesser hier in der Gehäuse, im Gehäuse muss nachgearbeitet werden. Wenn das Spiel zu groß ist, muss mit einer Messingbuchse gearbeitet werden, um das Spiel so zu reduzieren, dass das Zahnrad ordentlich geführt ist. Hier das Beide. Man sieht hier, dass am Zahnrad zur Welle erhöhtes Spiel ist. Man sieht auch hier überall den Lochfraß. Also das muss alles überarbeitet werden, aufgeschweißt werden, abgedreht, passend gemacht werden. Auch hier diese Lagerzapfen, wo im Gehäuse drin sitzen, sind an allen drei Stellen extrem eingelaufen und müssen entsprechend, was dann im Gehäuse als Bohrung rauskommt, das muss man dann ausspindeln, dass sie wieder rund sind, dass die Wellenende schön sauber dann wieder im Gehäuse drin sitzen. Auch an den Zahnrädern sieht man richtig erhöhten Verschleiß. Es sind kleine punktuelle Löcher drin. Ich habe hier noch ein anderes Zahnrad, wo das noch größer ist. Wenn man jetzt hier mal so guckt, wie das hier schon abgefressen ist. Also das ist, diese Zahnräder, die gehen dann immer schneller kaputt, weil es natürlich nur der Anfang ist und dann brechen die immer weiter aus. Jetzt baue ich es nochmal zusammen, damit man auch mal hört, wie laut die Ablaufgeräusche vom Getriebe sind. So, jetzt wollen wir mal das drehen, wie laut das Ganze läuft. Also da sieht man schon und hört man vor allen Dingen, dass der Verschleiß groß ist und die Zähne nicht mehr sauber ineinander kämmen. Nachdem wir festgestellt haben, dass es nicht nur bei meinem Getriebe, sondern auch bei dem Getriebe, was ich dann mir in den USA nochmal besorgt habe, das gleiche Problem war, hat mein Freund Carsten und ich uns Gedanken darüber gemacht, was für eine Lösung wir da haben. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns die alten Zahnräder genommen und haben daran eine Konstruktion gemacht und haben die Zahnräder, also die 2 Antriebsräder, plus die 3 Zahnräder vom Spider neu angefertigt, also konstruiert und angefertigt. Jetzt zeige ich euch mal, wie schön das Getriebe läuft.
Das ist kein Vergleich. Also da kämen die Zahnräder sauber ineinander und es ist minimales Spiel. Die einzelnen Flanken sind sauber in den Zahnrädern drin. Jetzt zeige ich euch das nochmal im zerlegten Zustand. Bei diesem Gehäuse sind auch die Gehäuseteile überarbeitet. Die Spider-Enden und Aufnahmen der Zahnräder wurden aufgeschweißt und dann so weit abgedreht, dass sie eben passend zu den Bohrungen im Gehäuse sind. Hier sieht man schön sauber, die Flächen sind sauber. Auch die Lagerfläche, wo das Zahnrad drauf läuft. Und hier jetzt das neue Zahnrad. Wir können uns von dem Durchmesser hier den Gegebenheiten anpassen, wie das Gehäuse eben verschlissen ist. Wenn der Verschleiß zu groß ist, dass wir mit dem Übermaß nicht mehr arbeiten können, muss man, wie schon gesagt, das Gehäuse buchsen. Hier muss man dann buchsen und dann entsprechend aufbohren oder auszudrehen, damit das Zahnrad schön sauber reinläuft. So, hier der Spider. Die Zahnräder laufen wunderbar auf den Enden. Die Teile hier, diese Zapfen, die wurden aufgeschweißt. Man sieht es ja hier, man kann das sehen. Das sind also über einen Millimeter, wo da aufgeschweißt wurde, damit das im Gehäuse überhaupt dann sauber wieder zum Tragen kommt. Wurden dann alle drei Enden entsprechend bearbeitet. Und die Zahnräder, also diese ganzen Sätze, also dieser ganze Satz besteht ja aus diesen drei Spider-Zahnrädern. Und die zwei Zahnräder für die Antriebswellen. So. Zeige ich euch nochmal. Wo ist das Kreuz? Ja, schön rund. Ist gerade so viel ausgespindelt, dass es ein ordentliches Tragbild hat, ohne aber viel Material wegzunehmen, weil man muss ja unter Umständen irgendwann noch einmal was machen. So, jetzt bauen wir es wieder mal zusammen. Sieht hier nochmal der Spiegel hier. Ist minimal, genauso auch da, so muss es sein. Und jetzt können wir uns noch mal anhören, wie das Getriebe sauber läuft. Wenn Sie dieselben Probleme haben wie wir und ein defektes Differential haben, setzen Sie sich doch mit uns in Verbindung. Wir können Ihnen mit Sicherheit helfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag.